Also der Turner steht auf dem Minitram erstmal falsch herum. Die beiden Helfer stehen auf den Kästen neben dem Minitram und mit einem Fuß auf dem Minitram drauf, damit sie nah am Turner stehen. Wichtig ist, dass sie an dem Oberarm den Klammergriff halten und dabei nicht an die Gelenke gehen, also wirklich am Oberarm selber. Wenn der Turner jetzt springt, springt er hüftbreit ab, geht in der Luft mit den Füßen zusammen und landet wieder breitbeinig. Wichtig für die Helfer dabei ist, dass sie die Bewegung des Turners folgen, also dass sie mit in die Knie gehen und nicht steif daneben stehen.